Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia. Wir haben soeben den fetten Drachen vom Gumbo-Vulkan erledigt. Haben ordentlich Asche gekriegt und Erfahrungspunkte und so weiter. Wow, Fina und Zu, ihr gleich ein Level up und schon wieder die Hälfte fürs nächste Level zusammengekriegt. Ach ja, Bossfights sind immer die besten. Yeah, wir haben es geschafft. Aha, genau, Justin. Jetzt müsste sich Justin und Fina nicht opfern. Justin, was ist das für ein Glitzern? Guck mal dort auch. Hä? Was, Fina? Oh. Ja, das sind die gleichen Dinge, wie wir im Taifunturm sahen. Das sind Geister. Okay. Wow, was geschieht jetzt? Der Vulkan ist wieder aktiv. Er bricht gleich aus. Mist, das hier ist der Krater. Bricht er aus, sind wir alle im Eimer. Oder besser, in der Pfanne? Keine Zeit für Wortspiele. Wir kommen sofort raus oder wir werden geröstet. Ja. Also, ich habe vorhin gerade noch was über Vulkane und so gesehen. Also kann man sich echt nur heilen. So. Wusstet ihr, dass Vulkane im Prinzip für alles Leben auf der Erde verantwortlich sind? Wenn es die Vulkane nicht geben würde, dann wären wir auch nicht entstanden. Ach ja, da sind ja wieder meine Kumpels, die verlorenen Seelen. Oder verlorene Geister, wie war das? Verlorene Seelen, genau. Ach ja, ich bin ja so ein bisschen, ich gucke gerne Dokumentation, so auf N24, glaube ich, oder NTV oder wie das heißt. Da kommen immer abends so oder nachts total interessante Dokumentationen über die Entstehung des Weltalls, der Erde und sowas. Habe ich da gesehen. Und voll epic. Also früher hätte ich mich für sowas überhaupt nicht begeistern können oder so. Ja, mein Horizont war damals auch noch nicht so erweitert. Aber jetzt, muss ich schon sagen, richtig interessant. Also, wie Leben entstanden ist, das ist schon recht interessant. Jedenfalls interessanter als irgendwelche anderen Sachen anzuhören. Da haben die auch jetzt direkt im Meer und so voll coole Sachen gezeigt. Diese Unterwasserschlote, wo dein Leben bei, wie weiß ich, wie viel kochendes Wasser, wo man eigentlich denkt, da habe ich irgendwelche so Krebstiere gesehen. Und da dachte ich mir so, wie können die denn bitte schön überleben? Sieh nur, ein Vulkanausbruch! Also das Bild, was jetzt kommt, das fand ich ein bisschen, also das hätten wir Büsche besser hingekriegt. Das sieht etwas, naja, unspektakulär aus. Aber na gut. Ist der Vulkan wieder aktiv? Lieber schnell zurück zum Fluss, zum Fuß des Vulkans. Los, Justin! Ja, Gadwin, los, alle rennen! Ja, da gibt es dann keinen Regen, sondern so kleine Flammentropfen. Obwohl, tropfenförmige Flammen. Hey, wir sind wieder am Dorf. Ole, ole. Es sitzt ein Geist, bleib weg. Die sollten die Feuerdrachen euch aufgefressen haben. Warum tapferes Bar, warum? Wir waren böse. Bitte sucht uns nicht heim. Was soll denn ja, Mist? Er sieht hierher. Hey, 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 hey. Ihr seht das tapferen Paares. Wagt nicht Hand an meine Freundin zu legen. Ich, Murat. Ich, Murat, der gefährliche und unerschütterliche
Klatsche werde euch mit meiner rechten Hand hinwegfegen. Seht, beinahe hätten wir es nicht geschafft, den Feuerdrachen zu besiegen. Wir sind erst kurz zurück. Was, ihr seid es wirklich? Ihr seid mir vielleicht zwei. Es freut mich so, dass ihr unversehrt entkommen seid. Hey Lena, lauf, bring dem Oberhaupt die frohe Kunde. Heute gibt's ein Fest. Murat, ich will nicht allein gehen. Komm mit mir. Oh, meine verwöhnte Prinzessin. Okay, Liana. Ich gehe mit dir. Oh Mann. Komm, Justin, sei nicht böse. Gehen wir auf. Oh oh. Verheißungsvoll, verheißungsvoll. Nie vorher war's war verheißungsvoll. La la la, tot dem Feuerdrachen, lululu, möge Gott nur für immer warm bleiben, kein Opfer sind mehr nötig, von jetzt bis in alle Ewigkeit, wir können feiern, oh, ist das großartig. Auf Justin und Fina, die den Drachen besiegt haben, und auf Gard, Venus zu, dieses beiden Paare werden in der Geschichte Gumbus immer als die tapferen Paare genannt werden. Nun bitte beeilt euch nicht, esst und trinkt noch mehr. Nein, nein, wir haben schon genug. Wir sind voll. Nicht mehr, mein Bauch ist so voll. Ich bin müde. Bist du schon eingeschlafen, Poi? Ich habe euch einen vollen Bauch. Ich gehe noch vor euch zurück zu den Unterkünften. Ich hau mich aufs Ohr. Justin, Fina, da ihr ja die Ehrengäste seid, bleibt noch etwas und genießt es. La la la, leider dürft ihr nicht bleiben, sollte ich für eure Unterkunft sehen. Gute Nacht, Justin. Bleib nicht zu lange auf. Was, Gabriel und Sue gehen schon bald? Bald? Sie sind schon weg. Fina, was trinkst du da? Was machen wir, Justin? Wir müssen uns vor allen Anwesenden küssen am Ende des Festes. Was? Wirklich? Eine kleine Lüge, Justin. Ich hab gelogen. Hast du geglaubt, das stimmt? Du, es ist ein bisschen heiß. Gehen wir kurz raus zum Abkühlen. Na gut, dann gehen wir eben. Wahrscheinlich ist es egal, ob wir hier sind. Justin, du hast mir eben schöne Augen gemacht. Was sagst du denn da? Willst du gehen oder bleiben? Ein Scherz, nur. Tut mir leid, Justin. Na gut, gehen wir, Justin. So. Ach ja, den Teil des Spiels mag ich wieder sehr gerne. Die Armbrise ist angenehm. Jetzt hat jeder in diesem Dorf ein Pärchen gebildet. Ich fühle mich so verlegen, nur wenn ich umherschaue. Schau, sie sind überall. Oh, tapferes Paar, dank euch ist Gumbo nun voller Glück. Das verdanken wir euch. Danke vielmals. Ich glaube nicht, je mit Danda zusammen spazieren zu gehen. Wundervoll, ihr seid ein glückliches Paar. Ihr seid ein wunderbares Paar, nicht Naina? Ja, ein Paar wie füreinander gemacht. Du hast recht, Danda. Sagt mir, Danda, gibt es in der Nähe einen kühlen Ort? Wartet, versucht es am Pier dort. Auf der einsamen kleinen Insel. Dort ist es kühl und du kannst dich entspannen. Boing. So. Ja, seht ihr hier am Pier voll viel los. Wow, sie sind überall. Ist jeder hier ein Paar? Doing, doing, doing. Wie sagt sie mich belästigen, Justin? Gehen wir zur Insel. Ja.
Und da ist sie. Die Insel. Ah, das ist ein ruhiger Ort. Genau wie Danda gesagt hat. Am Abend das Meer zu riechen ist wunderbar, nicht wahr, Justin? Was? Vielleicht für mich ist es wie Mittag. Jetzt schon, Justin? Versuchen wir dort drüben zu gehen. Wie wunderbar die Wellen bei Nacht. Was? Warte, einen Moment, Fina. Sieh nur, Justin, als wenn die Sterne vom Himmel gefallen wären. Es ist, als würden zwei Menschen zum Himmel hinaufschweben. Truly. Aber als Justin, der Abenteurer, möchte ich hinaufsteigen und mir diese Sterne aus der Nähe ansehen. Lass uns irgendwann zusammen zu diesen so fernen Sternen gehen. Was? Wir beide zusammen? Zu diesen Sternen? Justin, du hast eben etwas Nettes gesagt. Weißt du auch, was es ist? Natürlich, das gehört sich so für einen Abenteurer auch so. Oh, Justin, hörst du nie auf, an Abenteuer zu denken? Hey, wenn wir das tun, werden wir nie ein echtes Paar aussehen. Ist das nicht lustig? Natürlich sehen wir aus wie ein Paar. Unsere Beziehung geht zurück zu Plünderei und Heirat in Neuparm. Was? Aber das war Schuld an die Heulsüse von Paco. Es ist ein Scherz. Ein Scherz. Aber mal ehrlich, Justin. Ich finde es toll, mit dir auf Abenteuerfahrt zu gehen. Seitdem wir uns kennen, nehmen Abenteuer und Schwierigkeiten kein Ende. Auch in diesem Dorf hier ist immer noch alles um uns chaotisch. Fina? Das hört sich nicht gerade nach einem Kompliment nach an. Du kannst diese Dinge auflösen, indem du sie auf dich nimmst. Du hast diese wunderbare Gabe. Fina, vielleicht ist das jetzt zu früh, aber Fina, was mich betrifft? Psst, sei einfach still. Es ist gut, so wie es jetzt ist. Als wären du und ich allein auf der ganzen Welt. Was ist das? Die Spirits, sie sind auch hier? Genauso wie ich in im Taifunturm und dem Vulkan begegnet sind. Justin, schau nur! Wie wunderschön! So, liebe Freunde, es sind zwar noch nicht ganz 15 Minuten, aber da ich für den Anfang des nächsten Parts ein bisschen was Vernünftiges brauche, werde ich den Part an dieser Stelle heute mal etwas früher beenden. Ich hoffe, ihr fandet meine Synchronisation nicht so schlecht. Ich persönlich bin begeistert. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder, wenn wir erfahren, wie es weitergeht. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.